哈利路亚啊！奉主受圣名，我们下午要来看一段那个撒迦利亚书。Namen Jesu beginnen wir und wir lesen heute Nachmittag einen Abschnitt aus Zacharia. 那我们今天下午从撒迦利亚书第一章，我们要从第一节啊，从第七节念到第十七节。Wir lesen heute den Abschnitt in Kapitel 1, Vers 7 bis 17. 好，那我们把它念一遍。Wir lesen den Abschnitt einmal durch. 啊，奉耶稣圣名念圣经。撒迦利亚书第一章七节。大利乌第二年十一月，就是细巴特月二十四日，主的话临到义多的孙子比利加的儿子先知撒迦利亚说：我夜间观看，见一人骑着红马，站在洼地番石榴树中间，在他身后又有红马、黄马和白马。我对与我说话的天使说：主啊，这是什么意思？他说：我要指示你，这是什么意思？第十节，那站在番石榴树中间的人说：这是奉主差遣在遍地走来走去的。那些骑马的对站在番石榴树中间神的使者说：我已经遍地走来走去，见全地都安息平静。十二节，于是主的使者说：万军之主啊，你恼恨耶路撒冷和犹大的诚意已经七十年，你不施怜悯要到几时呢？主就用美善的安慰话回答那与我说话的天使。与我说话的天使对我说：你要宣告说，万军之主如此说，我为耶路撒冷、为西安心里热，极其火热，我甚恼怒那安逸的列国，因我从前稍微恼怒我民，他们就加害过分。所以主如此说：现今我回到耶路撒冷，乃是怜悯，我的殿必重建在其中，准神必拉在耶路撒冷之上。这是万军之主说的。你要再宣告说：万军之主如此说，我的诚意必在丰盛发达，主必在安慰西安，拣选耶路撒冷。Amen. Kapitel 1, Vers 7. Am 24. Tage des 11. Monats, das ist der Mond Schebat, im zweiten Jahr des Königs Darius, geschah das Wort des Herrn zu Zacharia, dem Sohn Berechias, des Sohnes Idos, dem Propheten. Ich sah in dieser Nacht, und siehe, ein Mann saß auf einem roten Pferde, und er hielt zwischen den Myrten im Talgrund, und hinter ihm waren rote, braune und weiße Pferde. Und ich sprach: Mein Herr, wer sind diese? Und der Engel, der mit mir redete, sprach zu mir: Ich will dir zeigen, wer diese sind. Und der Mann, der zwischen den Myrten hielt, antwortete: Diese sind's, die der Herr ausgesandt hat, die Lande zu durchziehen. Sie aber antworteten dem Engel des Herrn, der zwischen den Myrten hielt, und sprachen: Wir haben die Lande durchzogen, und siehe, alle Lande liegen ruhig und still. Da hob der Engel des Herrn an und sprach: Herr Zebaoth, wie lange noch willst du dich nicht erbarmen über Jerusalem und über die Städte Judas, über die du zornig bist, schon 70 Jahre? Der Herr antwortete dem Engel, der mit mir redete, freundliche Worte und tröstliche Worte. Und der Engel, der mit mir redete, sprach zu mir: Predige und sprich. So spricht der Herr Zebaoth: Ich eifere für Jerusalem und Zion mit großem Eifer.
und bin sehr zornig über die stolzen Völker. Denn ich war nur ein wenig zornig, sie aber halfen zum Verderben. Darum spricht der Herr, ich will mich wieder Jerusalem zuwenden mit Barmherzigkeit, und mein Haus soll darin wieder aufgebaut werden, spricht der Herr Zebaoth, und die Messschnur soll über Jerusalem gespannt werden. Und weiter predige und sprich, so spricht der Herr Zebaoth, es sollen meine Städte wieder Überfluss haben an Gutem, und der Herr wird Zion wieder trösten und wird Jerusalem wieder erwähnen. 奉耶稣圣名，我们来看这一段哈。 Lass uns diesen Abschnitt anschauen. 在这十一节的经文里面， In dem Vers 11 hier， 我们看到他一开始就是以时间开始，一个时间就是大利乌第二年的十一月，就是细巴特月。 Im Vers 7， es geht um den 24. Tag des 11. Monats， der Monat Schibat. 这是在人间的，就是一个帝国的一个年日，就是在当时，算日子，就是以那个大利乌王来算的。Die Tage und die Jahre wurden gezählt anhand der Regierungszeit eines Königs damals. 那这是在当时第二年十一月。Das war eben damals an dem 24. Tage des 11. Monats. 那第一节我们也看过哈。Wir hatten das am ersten Vers ja auch gesehen. 第一节就是大利乌第二年八月。Da ist die Zeit der 8. Monat des 2. Jahres des Königs Darius. 那在开始神跟撒迦利亚讲话之后，第一次之后，经过三年再来。Das heißt zwischen dem ersten Mal, wo Gott zu Sacharja sprach, zum zweiten Mal vergingen 3 Jahre. Und jetzt hat Gott ihn die erste Vision sehen lassen. 接下来我们看到的就是会一直重复，就是我观看，我观看。 Und da wiederholt sich immer, und ich sah. 啊，这是第一个意象. Das ist die erste Vision. 那总共有八个意象. Und es gibt insgesamt 8 Visionen. 那八个意象都是跟要重建圣殿有关系的. Alle 8 Visionen haben mit dem Tempelwiederaufbau zu tun. 啊，那在之前我们也看到哦. Wir hatten es zuvor gesehen. 重建圣殿的开始是什么呢？ Der Wiederaufbau begann wann? 就是要回转，回来，回头。 Bevor man den Wiederaufbau beginnt, muss man umkehren. 回头就是从以前错误的转回来。 Umkehren von Wegen, die falsch waren davor. 那我们知道，人类的历史跟神的计划有时候是不太一样的。 Wir wissen, dass die Geschichtsabläufe der Menschen oft unterschiedlich sind von denen, von den Wegen Gottes. 人间的历史是一直只有自然的，好像一条线一直在走。 Geschichte für die Menschen läuft wie auf einer Linie. 过去的再回不来了。 Was vergangen ist, kommt nicht mehr wieder. 所以有人写诗说，不堪回首月明中啊，就是说月在月亮之下那个时间。 过了月明的那个，以前的事情，没有办法再回头过去了。So gibt es Sprichwörter, die besagen ungefähr sinngemäß, dass unter dem Mond und unter der Sonne kann man nichts, die Vergangenheit ist immer weg. 你做好的， was man Gutes getan hat, 你享受过的， was man genossen hat, 也只是回忆而已了， hat man nur in der Form von Erinnerung noch. 你时间过了，回不去。 Wenn die Zeit vorbei ist, kann man da nicht mehr zurückgehen. 你失败了, was misslungen ist, 那就比更严重了, dann das ist noch schlimmer. 就是说有一句话说，一失足成千古恨，就是说你一跌下去了，那就就就
时间的过了也起不来了哈，这个就说你死掉了哈。Das heißt, wenn man gefallen ist sozusagen im auch übertragenen Sinn, dann kann man zum Teil nicht mehr aufstehen und kann auch nicht mehr heraus. So, 再回头已半那个什么百年生，你再一回头一看，已经是一百年过去了。百年生，你就说是另外一个世界了。Und wenn man zurückguckt, ist das eine andere Zeit, in die man schaut. 这是人间哦。Das ist die menschliche Geschichte. 所以在人间，人总会勉励说：“把握现在哦，把握现在。” Und deswegen sagen wir Menschen untereinander als Weisheit, dass wir die Zeit nutzen sollen und die Gelegenheit ergreifen. 你过了，回不来的，一定回不来。Denn was man versäumt hat, ist weg. 所以在每一个当下把握。Jeden Augenblick sollen wir ergreifen. 但是神的计划呢 ？Aber Gottes Planung 是一个整体的。Ist eine Gesamtheit. 从创世以前，神已经定下他要所做的事。Gott hat schon bevor er die Welt geschaffen hat alles festgelegt, was geschehen wird. 神已经看到世界末日了。Und Gott sieht auch schon das Ende der Welt. 所以，若以属灵救赎的观点来看 ，von der Rettungshandeln Gottes her gesehen und im geistlichen Ebene gesehen， 神的这个救赎是一个整体。Ist die Heilsgeschichte Gottes eine Einheit? 是一个，那整个的就是耶稣的身体。Und das, diese Einheit ist veranschaulicht im Leib Jesu. 它是有阶段的。Es gibt zwar Abschnitte. 那每个阶段其实它的本质是一样的。Aber das Wesen jedes Abschnitts ist gleich. 每虽然时间不一样。Obwohl die Zeit selbst unterschiedlich ist. 看起来。表现不一样，就是外形不一样。Und es auch äußerlich in dem, wie es ausgedrückt wird, anders aussieht. 但是它的里面属灵的本质是一致的。Aber die innere geistliche Wesen ist gleich. 啊，所以要重建圣殿。Hier geht es um den Wiederaufbau des Tempels. 我们若看撒迦利亚书就知道了。Das lesen sehen wir hier in Zacharia. 是从古时候开始。Es begann von vor langer Zeit schon. 哎，所以第二节这边说哈。Vers 2 sagt hier. 神说，这里说主曾向你们列祖大大发怒。Der Herr ist zornig gewesen über eure Väter. 那所以呢，你们要回转的。Deswegen kehrt euch zu mir. 神古时候的生气。In der Vergangenheit war Gott zornig gewesen. 所以选民就被掳。Deswegen wurde das Volk Israel verschleppt. 那你后面的人呢 ？Und die Generationen danach？ 你是他们接续的。Sie setzen das fort. 所以你要从他们被神生气那一点呢，在思想回头过去。Und sie sollen sich das bewusst machen, dass den Zorn Gottes。Und im Bewusstsein dessen umkehren. 啊，不是说过去回不来了。Und nicht sagen, naja, das war halt so, da kann man nichts machen. 精神是一致的，在里面的神的灵是一致的。Denn Gottes Geist, der darin ist, ist immer der gleiche. 所以每一个时代的人 ，Deswegen die Menschen jeder Epoche 在主的里面 sind in Gott. 一定要回转，回头。Die Menschen in einer Epoche, die in Gott sind, die sollen umkehren. 那回头之后 ，Nachdem sie umgekehrt sind， 才有重建的一个开始。Gibt es die Möglichkeit des Wiederaufbaus？ 啊，所以他看到的第一个意象哈。Und so sah die erste Vision。从第八节看。Am Vers 8。这个意象，第一个意象的，它的本身就是八节到十一节。Die Vision selbst ist beschrieben von 8 bis 11。那在夜间呢？他看了。Er sah, ich sah. 然后呢？看到什么呢 ？Was hat er gesehen？ 他看一个骑着红马的人，一个人骑着红马哈。Er sah einen Mann, der auf einem roten Pferd saß. 然后呢？这个红马是站在洼地番石榴树的中间。Und dieser Mann mit auf dem Pferd, der hielt zwischen den Myrten im Talgrund. 他是在塔的最下面 ，er war also auf dem Talgrund， 并且是番石榴树当中 ，zwischen Myrten，
那我们知道那个洼地是谷地最低的地方。Der Talgrund ist der tiefste Punkt eines Tales. 这表示他的处境了哈，他所在的地方。Also er war auf einem wirklichen Ort. 他的出生是这个样子的。Oh yes, sein Zustand ist dieser. 在洼地低的地方哈。Am Grunde des Tals. 那番石榴是什么？ Was sind Myrten? 我们知道，这个是一个有可以医治的那多产的这个植物。Es sind Pflanzen, es sind Heilpflanzen. 那也是，如果从那个石榴来讲的话，那个也是很多籽的。Und sie haben viele Früchte oder viele Kerne. 好，也就是它的处境啊，它处境就是它的所那个出生。Sein Zustand ist also. 所以，这个骑马的、骑红马的，这是一个带队的代表。Der Mann, der auf dem roten Pferd sitzt, ist eine Symbolfigur. 所以从这里可以看得到，哦，是在一个低的，并且是卑，就是低的地方。Es ist also ein tiefer Ort. Tief liegt. 如果以山区来讲，低谷已经再低了，不能再低了。最低的地方。Für ein Tal gesehen ist es der tiefste Punkt eines Tales. 从重建来讲的话，也是从最低开始。Das heißt, von dem Ausgangspunkt gesehen fängt er am tiefsten Punkt an. 好，那在他的后面呢，又有三匹马。Hinter ihm gibt es drei Pferde. 有红马、黄马、白马。Ein rotes, ein braunes und ein weißes. 好，然后呢，这是意象就是这样。Das ist die Vision. 所以它的场景就是它的牵引了，就是它的布景，就是低的番石榴树中间。Also die Szene ist so, dass der hier ist der Talgrund mit Myrten und darin ist das Pferd. 然后他这个人骑在红马上，后面有红、黄、白。Dann gibt es einen Mann, der auf einem roten Pferd sitzt und hinter ihm ist ein rotes.Ein braunes und ein weißes Pferd. 那先知看了，他不明白啊。Der Prophet hat es gesehen und versteht es nicht. 那他就问了。Er fragt. 问了跟他讲话那个天使。Er fragt den Engel, der mit ihm spricht. 他说：“主啊，这是什么意思呢？” Mein Herr, wer sind diese? 这告诉我们不明白就要问嘛。Das sagt uns, wenn wir etwas nicht verstehen, sollen wir fragen. 那他当然神就该知道的一定会回答。Was wir wissen dürfen, antwortet Gott uns auch. 如果有一些不时候不到了，或是不应该知道的，我们也不要明，要硬硬要知道。Wenn wir aber Fragen stellen, die wir nicht verstehen können oder die wir jetzt noch nicht wissen sollen, wenn die Zeit nicht da ist, dann werden wir sie auch nicht keine Antwort bekommen. 当然，我们得救怎么样得救，一定要正确的答案。Aber wie man gerettet wird, dazu brauchen wir auf jeden Fall eine richtige Antwort. 好，那回答他就说了哈。Also er antwortet. 他说我要指示你了哈。Ich will es dir zeigen, wer diese sind. 第十节。Vers 10. 那站在番石榴树中间的这个人呢，就说了。Und dann der Mann, der zwischen den Myrten hielt, antwortete. 也就是站在番石榴树中间的，就是这个骑红马的嘛哈，这个人。Dieser Mann, der da auf dem Pferd saß und zwischen den Myrten hielt. 他就说了，这是奉主差遣在遍地走来走去的。Er sagt, diese sind's, die der Herr ausgesandt hat, die Lande zu durchziehen. 也就是这里有那个红、黄、白，这个马呢是往世界各处去勘察的。Das rote, das braune und das weiße Pferd sind also durch die Lande gezogen, um es zu durchziehen. 然后呢，看当时世界的状况是怎么样。Sie sollten erkunden, wie die Lage ist überall. 第十一节哈。Vers 11. 那些骑马的对站在番石榴树中间的神的使者说。Sie aber antworteten dem Engel des Herrn, der zwischen den Myrten hielt. 这个。红黄
白马的骑马者回来报告啦。Das heißt, das rote, das braune, das weiße Pferd berichten nun. 他说我们已经遍地走来走去。Wir haben die Lande durchzogen. 他们不是无聊啊。Sie hatten sich nicht gelangweilt. 这个是他们奉神差遣的。Sondern es war ihr Auftrag. 神差遣。Gott hat sie ausgesandt. 所以有使命的。Sie haben einen Auftrag gehabt. 他们不像那个魔鬼很有名的就是无聊鬼啊。Und nicht wie Geister, die Langeweile haben und nichts zu tun haben. 像撒旦是在地上走来走去啊，无聊。So wie der Satan auf dem Grund herumläuft und nichts zu tun hat. 他做什么？ Was macht er da? 控告。Er klagt an. 到处看有没有可以控告的地方。Er sucht, wen er anklagen kann. 但是这个红黄白马呢的使者，他们是神差遣出去。Aber die Boten auf dem roten, braunen und weißen Pferd sind von Gott ausgesandt worden. Und sie haben überall geschaut, wie die Lage ist. 现在的情况是怎么样呢? Wie ist die Lage? 他说, 全地都安息平静。Sie berichten, alle Lande liegen ruhig und still. 就是一个平安的一个时候。Es ist eine Zeit des Friedens. 所以那个安息平静是重建的开始。Die eine ruhige, stille Situation ist also vor dem Wiederaufbau. 在这个之前呢，不安静。Davor war es nicht ruhig und still. 在这个更之前呢，神生气。Und noch davor war Gott zornig. 也让我们知道，凡事有时啊。So sehen wir auch hier, alles hat seine Zeit. 能尽自己的力量。Der Mensch muss nach seiner Kraft tun, was er tun kann. 然后在神救赎的这个过程里面，神有神的时候。Und das in dem Heilsgeschehen Gottes hat Gott auch jeweils seine Zeit. 那这个在属灵上面，神都知道了。Gott weiß das im Geiste schon. 那这个红黄白这个三马呢 ？Das rote, braune und weiße Pferd, die drei Pferde. 来。回到这个洼地番石榴树中的这个骑红马的这个使者这里来。Sie kamen zurück zu diesem Mann, der auf dem roten Pferd sitzt und zwischen den Myrten im Talgrund wartet. 报告说全地都安息平静。Haben berichtet, das Land liegt, die Lande liegen ruhig und still. 那在这个时候。In dem Moment. 我们看十二节哈。Vers 12. 于是主的使者说。Da hob der Engel des Herrn an und sprach. 这是对神的一个祈求。Der Engel hat eine Bitte an Gott. 并且这个使者对神的一个就是很强烈的那个不能说询问了，就是来发问了。Er hat eine dringende Anfrage an Gott. 所以他接着说：“万军之主啊。” Er sagt: Herr Zebaoth. 讲到万军，就是指着神的全能全柄哈。Herr Zebaoth spricht die Allmacht, die Allgegenwärtigkeit Gottes an. 万军之神啊。Herr Zebaoth. 他又想到神之前所做的事情。Er hat sich erinnert an das, was Gott zuvor getan hat. 神恼恨耶路撒冷。Er war zornig über Jerusalem. 还有犹大的诚意。Und über die Städte Judas. 又回到神的愤怒来了。Er geht zurück zum Zorn Gottes. 这是第二节哈。In Vers 2, wie in Vers 2 steht. 神曾向你们列祖大大发怒。Der Herr ist zornig gewesen über eure Väter. 神的生气是有时间性的。Gottes Zorn geschieht immer zu seiner Zeit. 这个使者说已经七十年了。Hier wird sogar benannt, wie lange? Schon 70 Jahre. 其实已经超过了。Eigentlich noch länger. 你不施怜悯要到几时呢? Willst du dich nicht erbarmen? 所以这是对神的一个问啊。Das ist eine Anfrage an Gott. 神啊，他的意思说神啊，怜悯。Er möchte eigentlich sagen, bitte erbarme dich, Herr. 那时间已经这么久了。Das ist schon so lange her. 其实这个七十年神老早就预言了哈。Aber Gott hat schon vor diesen 70 Jahren längst vorausgesagt. 你知道那个这个耶路撒冷城还没被毁之前。
noch bevor Jerusalem zerstört worden war. 已经在耶利米书25章已经告诉耶利米了。 Hat Gott Jeremia schon in Jeremia Kapitel 25 gesagt? 并且写下来了。 Und ließ es ihn aufschreiben? 后来我们知道但以理也读到耶利米书。 So dass wir wissen später, dass Daniel auch das Buch Jeremias gelesen hat. Und er hat gesehen, die 70 Jahre sind bald um. Und hat dann für Jerusalem gebetet. Gott hatte ihn getröstet. Und er hat ihm auch ein paar Informationen und hat ihm einige Dinge offenbart, was die heilige Stadt betrifft. Das steht in Daniel 9 und 10. 好，那撒加利亚的时代， die Zeit, in der Sacharja gelebt hat, 他们已经重新开始建了， haben sie schon angefangen, den Tempel wieder aufzubauen. 但是后来又停了， aber sie hatten wieder unterbrochen. 那神在兴起这个哈该跟撒加利亚。 Und dann schickt Gott eine Botschaft durch Haggai und Zacharia. 这个时候，那个撒加利亚就很特别的，他时间比较长，然后就哈该接着之后就是撒加利亚。 Zacharia folgt auf Haggai. Haggai hat eine kürzere Wirkungsdauer. 这个时候，我们来看第13节。 Lesen wir Vers 13. Sacharja 6章13节. Sacharja 1, Vers 13. 那主就用美善的安慰的话回答那与我说话的天使啊。 Der Herr antwortete dem Engel, der mit mir redete, freundliche Worte und tröstliche Worte. 神用美善的话。 Freundliche Worte benutzt Gott. 就是很和蔼，很 很有感情的话， freundlich heißt nett und auch Mitgefühl. 并且是安慰的话， und tröstliche Worte. 那个第14节， Vers 14. 与我说话的天使对我说， und der Engel, der mit mir redete, sprach zu mir. 他得到了信息，神的美善的安慰的话之后，这个使者就对撒加利亚说了哈。 Nachdem also der Engel freundliche und tröstliche Worte von Gott gehört hatte, spricht er nun wieder zu Sacharja. Natürlich verkündet der Engel nur die Worte, die er von Gott gehört hat. Er sagt, predige und sprich. So spricht der Herr Zebaoth. 我为耶路撒冷 为西安心里极其火热。 Ich eifere für Jerusalem und Zion mit großem Eifer. 神是火热的神啊。 Er ist ein eifernder Gott. 神对这件事情他一定要去做。 Und was das betrifft, tut Gott bestimmt etwas. 神不是冷血的神。 不是很冷的，冷冰冰的。 Gott ist nicht kalt oder gefühllos. 神不是说看得明白吧。 Und steht nicht von ferne und guckt sich das also unbeteiligt an. 神是很热心的。 Und er ist der eifrig. 火热的神。 Ein eifernder Gott. 但是他也需要我们的火热。 Aber er möchte auch, dass wir auch Eifer haben. 所以我们要常常心里火热服侍神。 Deswegen sagen wir oft, wir sollen mit Eifer Gott dienen. 服侍神一定要心里火热。 Wenn wir Gott dienen, sollen wir ihm mit Eifer dienen. 祷告一样。 Im Gebet auch. 你向神求。 Gott bitten. 不是一个说，要就给嘛，不给拉倒。 Und dass wir nicht mit der Haltung beten, ja, wenn du mir geben möchtest, gibst du mir, wenn nicht, dann vergiss es. 你好像也是很大牌，就是也很无所谓了，反正。 Und dass wir einen ganz coolen Eindruck machen und so tun, als ob das uns nicht so wichtig wäre. 神要重建圣殿。
Gott möchte, dass der Tempel wieder aufgebaut wird. 心里是火热的, und er ist mit Eifer dabei. Wenn wir für Gott etwas tun, sollen wir das mit eifrigem Herzen tun. Wir wissen, war Jesus gemeint, ist dieser Wiederaufbau des geistlichen Tempels. Und der Tempel lag so lange wüst. Und wir sind jetzt dabei, wieder aufzubauen. 神心里火热, Gott ist also mit großem Eifer da. 第15节, Vers 15. 神说, 我甚恼怒那安逸的列国. Und ich bin sehr zornig über die stolzen Völker. 然后呢, 因为我从前稍微恼怒我民, 他们就加害过分. Denn ich war nur ein wenig zornig. Sie aber halfen zum Verderben. 你看, 神是稍微恼怒, Gott war nur ein wenig zornig. 那些安逸的国民就怎么样？加害过分. Aber diese stolzen Völker, diese halfen zum Verderben. 我们来看那个，我们来先来看那个以赛亚书。其实，在以赛亚的时候已经是讲明了哈。 Wissen wir mal Jesaja, da wurden schon die Jahre genannt. Jesaja 47章. Jesaja 47. 这个时候圣殿还没毁. Aber da war der Tempel noch nicht zerstört. 那时已经把要发生的事情已经讲了. Aber es wurde alles gesagt, was in Zukunft passieren wird. 他对谁讲的呢? Zu wem sagt, wurde das gesagt? 第47章5节. Vers 5. 加勒底就是巴比伦, zu den Chaldäern, zu Babylon. 他对那个闺女说, er sagte zu dieser Tochter, 你要默然静坐, setze dich stumm hin, 进入暗中, geh in die Finsternis, 因为你不再称为列国的祖母了, denn du sollst nicht mehr heißen Herrin über Königreiche. 第六节, Vers 6, 我向我的百姓发怒, 使我的产业被亵渎，将他们交在你手中，你毫不怜悯他们，把极重的恶加在老年人身上。 Als ich über mein Volk zornig war und mein Erbe entheiligte, gab ich sie in deine Hand. Aber du erwiesest ihnen keine Barmherzigkeit, auch über die Alten machtest du dein Joch allzu schwer. 你自己说我必永远为主母，所以你不将这事放在心上，也不思想这事的结局。 Vers 7, du dachtest, ich bin eine Herrin für immer. Du hattest noch nicht zu Herzen genommen, noch daran gedacht, wie es hernach werden könnte. 我们知道，之后巴比伦就被毁了。 Wir wissen, dass Babylon ja am Schluss auch vernichtet wurde. 被惩罚了。 Und bestraft wurde. 这是什么呢? Was bedeutet das? 当时百姓, Beni, 拜偶像, das Volk damals war ungehorsam und betete Götzen an. 那神生气了, Gott war zornig über sie. 那神生气之后就把他交给这个巴比伦, in seinem Zorn gab er sie in die Hand der Babylonier. 那神的意思是稍微生气啊, Gott war ein wenig zornig. 那他是希望, 也是巴比伦呢，借着巴比伦来惩罚这个神的百姓。 Und er wollte und hoffte, dass Babylon das Volk Gottes strafte. 但是呢，这巴比伦呢，心高气傲啊。 Aber Babylon war eingebildet. 他毫不怜悯啊。 Und sie hatten keine Barmherzigkeit. 那这里只是讲一个例子，就很重的。 恶加在老年人身上. Und es wird ein Beispiel angegeben, dass sie über die Alten das Joch viel zu schwer machten. 一般来讲, 世界各地的人对老人都是会尊敬的，正常. Normalerweise alle Völker eigentlich achten oder ehren die Alten. 那个一般来讲哈，但是也不是，如果你到，也不，在德国也是很。 很尊重老人的嘛, Selbst auch in Deutschland wird das so gemacht. 如果你去非洲的话, in Afrika jedoch, 那个老人更值钱啊,
macht man das noch viel traditioneller. 他们老人更有，他们也更会遵照。 Und man achtet und ehrt die Alten sehr. 像韩国人对老，你年纪大了，哇，自然就价值起来了。Und in Korea werden die, sind die Alten einfach aufgrund ihres Alters schon sehr wertvoll. 各地都有什么活爱座嘛，你上车一定有给老人坐的嘛。Und auf der ganzen Welt gibt es diese in den öffentlichen Verkehrsmitteln Sitze, wo ältere Menschen sitzen dürfen. 但是呢，这个巴比伦呢？ Babylon aber 不怜悯啊, hatte keine Barmherzigkeit. 年轻人被他们, 抓去做苦工啊, die Jungen wurden herangezogen als Sklaven. 那老年人呢, 他们也把极重的恶加在他们身上, und auf die Alten legten sie ein sehr schweres Joch. 也就是超过了, 平常正常的一个程度啊, ein Joch, das schwerer war, als man das üblicherweise nimmt. 好，所以我们再回来看我们的撒迦利亚书。 Kommen wir zurück zum Zacharia-Buch. 事情真的是这样子了。 So war das geschehen. 神说哈, Gott sagte, 我以前对以色列稍微的恼恨一下。 Er sagte, er war eigentlich nur ein wenig zornig. 那现在你们呢, 怎么加害过分啊? Aber diese stolzen Völker haben viel mehr Schlimmes dazu getan. 所以这也是给我们一个正常人也要一个这种怜悯心了哈。 Das heißt, wir sollen auch barmherzig sein. 因为你要晓得哈，神的百姓在神的手里。 Denn es soll uns bewusst bleiben, Gottes Volk ist in Gottes Hand. 你这个巴比伦对神的百姓太苛刻，到最后神来处罚的是巴比伦。Babylon war zu übermütig und hat sich an dem Volk Gottes vergangen und so wurde es dann von Gott bestraft. 那反而神会把他的子民救回去。Und Gott hat sein Volk dann gerettet und zurückgeführt. 有一个故事啊。 Es gibt eine Geschichte. 说有一个小孩很调皮啊，ein freches Kind， 那就在家里吵啊闹啊。Es hat viel herumkrakeelt und gemeckert zu Hause. 那他的祖母很就是被他吵的，实在很烦啊。Und seine Eltern waren sehr genervt und sehr ja，讲也讲不听啊。Waren am Ende ihrer Geduld und haben immer zu ihn ermahnt, es ermahnt. 那一很生气，他就跟这个他的孙子调皮的这个捣蛋的这个孙子说。 Und dann haben die Großeltern zu ihrem frechen Enkel gesagt: 你再吵哦, wenn du so weitermachst, 我把你从窗户丢出去, werfe ich dich zum Fenster raus. 给野狼吃, und der Wolf wird dich fressen. 野狼在外面经过，哦，听到了。Da kam gerade ein Wolf vorbei an diesem Haus und hat es gehört. 哇，这个野狼很高兴啊。Er war ganz glücklich. 因为他听到里面这个小孩根本不听啊，又是吵又是闹，继续。Er hatte gehört, dass das Kind nicht darauf gehört hat und weiter herumgemeckert hat. 啊，这个野狼就很有耐心啊。Und dann war der Wolf geduldig. 他就在窗外面的墙下等着。 蹲在那等。 Wartete unter dem Fenster. 他想说这个小孩肉也蛮甜的，又那么小，一定好吃的。 Und er stellte sich vor, wie gut dieses Kind, dieses Fleisch dieses Kindes schmecken wird. 等了好久又好久。 Er wartete ganz lange, ganz lange. 怎么没有丢出来呢？ Aber es wurde nicht hinausgeworfen. 像他吵的程度应该是丢出来了嘛。 Sollte eigentlich hinausgeworfen werden, so wie es sich benommen hatte. 这个狼受不了了。Und dann hielt er es nicht mehr aus, der Wolf. 他就叫了一声啊。Hat er einen Schrei ausgestoßen. 意思是跟那个祖母说，丢出来吧，我在这里等。Damit wollte er diesen Eltern oder Großeltern sagen, hier bin ich, komm, wirft es raus. 祖母一听,
Und die Großeltern, nachdem sie es gehört hatten, war das Kind auch sehr erschrocken und zitterte. Und dann sagte die Großmutter, du lieber Enkel, fürchte dich nicht. Die Großmutter geht und tut diesen Wolf wegschaffen. Ich töte diesen Wolf. Und dann ging der Wolf weg und sprach zu sich selbst. Ach, ihr Menschen, ihr habt auch gar kein Erbarmen oder kein Mitgefühl. Ihr seid auch nicht ehrlich. Ihr habt doch angekündigt, ihr wollt es hinauswerfen. Und er hat weitergemacht, ihr habt es aber nicht hinausgeworfen. Ich habe so geduldig gewartet. Und dann habe ich nur geschrien und habe sozusagen gesagt, hier bin ich und dann wollt ihr mich töten. So war das eben, diese Großmutter. Denn dieser Wolf war nicht der Enkel der Großmutter. Wir sind Gottes Kinder. Wir machen Fehler. Aber wenn wir diese Botschaft von Vers 2 bis 6 anschauen und dahin zurückkehren, Vers 3, kehrt euch zu mir, so will ich mich zu euch kehren. Vers 4, kehrt um von euren bösen Wegen. 转向神, sich umkehren zu Gott. 回头离开恩, das Böse, die bösen Wege verlassen. In der Geschichte sehen wir das auch. 神也自己宣告, Gott hat es selbst angekündigt. Gottes Liebe ist ewig. 神的恩典是直到千万代. Und Gottes Gnade geht bis in die tausendste Glied der nächsten Generationen. Natürlich, ab und zu ist Gott auch zornig. Aber nur einige Generationen lang. 3-4 Generationen ist kein Vergleich zu tausenden Generationen. Deswegen sagt Gott hier, ich war nur ein wenig zornig. Er wird zornig und wird nicht niemals zornig. Aber nur vorübergehend. Und es ist ein wenig. Leicht. Also, was ist zu tun? Umkehren sollen wir. So, in dem Moment, wo wir umkehren, Vers 16, 所以主如此说, darum spricht der Herr, ich will mich wieder Jerusalem zuwenden. Gott selbst kommt zurück. 冷思怜悯, mit Barmherzigkeit. Gott ist Liebe. Gott ist Barmherzigkeit. 这是万君之主说的。 Und mein Haus soll darin wieder aufgebaut werden, spricht der Herr Zebaoth, und die Messschnur soll über Jerusalem gespannt werden. In dem ganzen Abschnitt wird immer wiederholt, so spricht der Herr, so spricht der Herr Zebaoth. Das ist das Versprechen Gottes. So, Gott kommt wieder. Gott kommt wieder zurück. Baut wieder auf. 你看17节, Vers 17. 其实这些信息都是重复的, 一直重复啊, die Botschaften wiederholen sich eigentlich immer. 如果你不耐心的话, 你说, 哇, 实在是神, 有够啰嗦啊,
Wenn man keine Geduld hat, empfindet man das als lästig. 神就是这么啰嗦。 Aber Gott ist so, dass er immer wiederholt. 神这么啰嗦，我们有时候还听不进去啊。 Und wir hören noch nicht einmal, obwohl es immer wiederholt wird. 你要再宣告万军之主如此说，又讲一次了。 Und weiter predige und sprich so, spricht der Herr Zebaoth. 我的诚意必在丰盛发达。 Es solle meine Städte wieder Überfluss haben an Gutem. 主必在安慰西安拣选耶路撒冷。 Und der Herr wird sie und wieder trösten und wird Jerusalem wieder erwählen. 所以时候到了, Wenn die Zeit gekommen ist, 神的时候到了，神一定会成全。 Wenn Gottes Zeit gekommen ist, wird er das erfüllen. 那我们人呢，只是工具。 Wir Menschen sind nur Werkzeug. 神有神的大时代啊。 Gott hat seine große Zeitpläne. 我们从这个重建圣殿这个 Durch diesen Bericht über den Wiederaufbau des Tempels können wir sehen, eigentlich wurde das schon von der Zeit angesagt, wo Mose lebte. Wurde gesagt, dass sie weggeführt werden würden und wieder zurückkehren würden. Und dann 700 Jahre später, hat Jesaja das wiederholt. Ihr werdet weggeführt werden. Und Babylon wird sehr schlecht zu euch sein. Gott wird sie dann strafen. Und ihr werdet zurückkommen und wieder aufbauen. Und als die Zeit gekommen war, hat Jeremia das auch wieder gesagt. 就正在要重建的前的那个时候，撒加利亚又讲一次。 Und in dem Moment, wo sie am Bauen waren, hat Zacharia das wieder gesagt. 对我们来讲呢？ Was heißt das für uns? 使徒时代已经过去了。 Die Zeit der Apostel ist vergangen. 第一个圣殿就是属灵的那个教会时代已经结束了。 Der erste Tempel sozusagen, die erste Gemeinde ist vergangen. 现在圣灵重新降下。 Nun ist der Heilige Geist wiedergekommen. 像这里所讲的, 神又回到了在其中。 So wie hier steht, dass Gott sich wieder Jerusalem zuwendet. 现在神就在真主教会。 Und jetzt ist Gott in der wahren Jesus-Gemeinde. Gott ist barmherzig. Und im Moment sind wir im Begriff des Aufbaus. Und jeder soll mitarbeiten am Aufbau von einer jeden Gemeinde. Natürlich gibt es da auch Schwierigkeiten und Hindernisse in diesem Prozess. Es kommt darauf an, dass wir uns von Gott gebrauchen lassen. Wenn wir uns als Gefäß für Gott zur Verfügung stellen, wird Gott uns nehmen. Und wenn es Schwierigkeiten gibt, dann, wenn uns das am Schlaf hindert, fragen wir Gott, was soll ich tun? Und so wird Gott und durch unser Gebet oder darüber, dass wir darüber nachdenken, uns mitteilen, was wir zu tun haben. 什么事情都有时间的啦。 Weil jede Sache hat ihre Zeit. 像第一个这个意象告诉我们的。 Und so sagt uns die erste Vision, 就在那个时候, in diesem Moment, 这个, 红黄白, als die drei Pferde kommen und berichten, 那总结就是什么呢? Und da ist die Zusammenfassung, 全地都安息平静, was sie berichten ist, alle Lande liegen ruhig und still. 所以开始做了。 Das heißt, man kann loslegen. 这是对我们来讲的话,
我们那个欧陆圣公小组也求神带领哈。Das heißt für uns der Vorsitzende von der Europakomitee möge Gott ihn führen. 在各国展开重建。Er mithelfen kann, die verschiedenen Länder zu erschließen. 我们还是要为那个格鲁吉亚的登基教会祷告。Und wir beten nachher auch für die Registrierung der Gemeinde in Georgien. 那为那个意大利现在要买会堂签字的问题来祷告。Und für den Kauf des Hauses der Gemeinde in Empoli, dass das klappt. 那那个希腊以后也要登记教会，然后买会堂，这个要很努力祷告。Und wir beten auch fleißig für die Geschwister in Griechenland, dass sie sich eintragen lassen und dann auch eine Gemeinde Haus kaufen können. 各地的小聚会点也要努力祷告。Und das tut auch jeder kleine Ort, der irgendwo einen Gottesdienst hat. 神的时候到了。Wenn Gottes Zeit da ist, 我们要让神来用我们。Dann sollen wir uns von Gott benutzen lassen. 我们就是成为重建圣殿的工人。Sodass wir Mitarbeiter am Wiederaufbau des Tempels werden. 这是第一个意象。Das ist die erste Vision. 情况是全地安息平静。Und die Lage ist, dass die Lande still, ruhig und still sind. Damit endet der Nachmittag, die Nachmittagsbibelstunde. Zum Abschluss singen wir Lied Nummer 231.